Herzlich willkommen zu einer anderen Folge der Karte in Thüringen. Wir fahren jetzt ans Hafer jetzt nun zum Lager. Wir laden den Rest auf und werden dann entsprechend einen Verkaufskurs einfahren. Hoffen wir mal, die Folge läuft ein bisschen besser. Ups, zu weit gefahren. Da kommen wir nicht durch. Da muss ich auch nicht. Die Bäume sind übrigens schön kahl, ne? Hat er sich festgefahren. Tja. Ach nee. Das Rohr ist ja so tief. Da wo die Wiese fahren sollen. So. Hat er sich im Hänger eingefressen, Anführungszeichen. So, machen wir mal alles. Da mal ganz kurz aushängen. Und fahren wir von vorne rein. Und hoffen, dass wir da ein Glück haben. Ich sage ein bisschen mehr nach. Von mir aus nach links. Beziehungsweise nach. Ja, nach links, nach rechts. Also vom Silo weg, Prinzip. Wir müssen zu unserem Silo. Warum so lang? Komm ja so nicht rum. Dieser Faktor macht Schwierigkeiten. Oder Flug, das sind beide. So, aufladen und dann geht los. Rüber zur grünen Lichtsäule. Dazu noch einmal einen Rest einfüllen. So, vorne war voll. So. Beginnen mein Kurs. Beladen am Startpunkt. Natürlich ist das Risiko, wir sind bei einem Kurs verbocken, ne?
gerade selber unter Verkaufskurs führen. Wir werden den Feldweg hier hochfahren. Und später zum Silo hier auch zurück. Die Bäume sind gewachsen. Wie schön. Die Bodentemperatur ist nach wie vor zu kalt. Plus 3 Grad ist ansehend ein Risiko. Also werden wir noch in aller Ruhe verkaufen, den Kurs einfahren und dann werden wir später um so kümmern, dass wir ja, Stumpenfräsen müssen noch gemacht werden, Bäume verkaufen müssen wir noch machen. Und nicht so schnell fahren. Gerade geschaut, ob meine Uhr läuft. Und Frühling, Tag 2. Früher Frühling. Ich fahre mit 9 Tagen. Wie gesagt, nachts haben wir 120 fahren. Weil Schlafen so nicht funktioniert. Weiß nicht warum, aber ist halt so. Hoffen mal, dass die Karte Season Ready gemacht wird. So, da sind wir angekommen. Verkaufspunkt. Mal schauen, wie wir am besten nachher fahren. Erstmal nicht so schnell. Hier vorne ist der Supermarkt. Da wollen wir nicht hin. Wir wollen dahin. Der hat einen Eingang und einen Ausgang. Das heißt, wir könnten ganz gut. Wir müssen dann entsprechend langsam fahren, dass wir uns nicht hier irgendwo gegen den Zaun festfahren. Aktuell haben wir den ersten Hänger aktiviert, können wir verkaufen. Ich dachte schon, der Hänger geht hoch. So, nehmen wir den zweiten. Können wir jetzt zurückfahren und den Kurs dann beenden. So, dann fahren wir hier rechts, dann gleich wieder rechts. Wildes Gelände, sag ich nur. Und wieder auf die Hauptstraße rauf. Das wäre andersrum besser gewesen. Hätte sich halt nicht gekreuzt. Na gut. Verkaufen werden wir dann eh nur mit einem kleinen LKW. Anführungszeichen. Der kann ja gerne mal eine Runde mehr fahren.
ist schon mal schlecht, wenn die zwei entgegenkommen. Ups, war den Kurs versaut. Das obere, den 0 Grad, ist die Lufttemperatur. Das untere ist die Bodentemperatur. Die Bodentemperatur sollte, ich glaube, für Weizen oder für Gerste plus 6 oder 5 Grad haben. Natürlich könnte man vorher aussehen. Aber das Risiko könnte dann sein, dass einiges nicht auflaufen würde. So. Da wären wir. Der Hof lag ein bisschen. Speichern wir es mal. So. Ja, erstmal beenden und stopp und dann speichern. Wie war das links? Getreidelager, ne? Getreidelager oder so. Ja. Zwei D. Da gehe ich halt alles, was geteilt ist, ne? Speichern. Und aus. Was bringt denn hier zum Beispiel Sammelauflager? Weizen. Weizen haben wir noch. So Rotlager, da steht alles drin. Weizen. Raps haben wir auch viel, aber Raps ist zurzeit Preise in allem Keller. Gucken wir die Preise an. Einstellung ist klar, alles an, 9 Tage. Preise. So, Weizen. Für alle jetzt ein ganz guter Preis. Gerste auch. Würde morgen fallen. Hafer. Wenn wir im Winter bessere Preise kriegen. Im Raps tut ich auch. Sonnenblumen wäre jetzt guter Preis, also im Prinzip noch einen Tag weiter warten. Sojabohnen kommt Anfang Sommer. Mais genauso. Kartoffeln wäre jetzt guter Preis. Zuckerrüben auch. Dieser Baumwolle mag ich nicht. Zuckerrohr wird hier nicht gehen. Eier, Wolle, Stroh, Heu, Nordfork, Augerind. Die Viecher bleiben sich alle gleich. Denke ich mal. Gut. Könnten wir noch klappig? Ich fahre mal weg. Wir müssen den anderen LKW auch noch holen. Ich schaue mal beiseite. Oben links am Silo. Löschen den Kurs.
geht das? Ich starte gar nicht mal erst. Ist mir jetzt zu gefährlich. Ich kann das ja machen, wenn wir jetzt theoretisch eine Weile haben. Ich dran denke. Bis jetzt läuft alles ganz gut. Bis jetzt. Mal ganz kurz testen hier. Und zwar. Weißen. Gut. Jetzt brauchen wir den Drescher zurück. Ja, genau. Mal reparieren. Oh, Bocksprung. Weil die sind noch lange nicht hier drauf, ja. Mal gleich gucken. Waschen, reparieren, reparieren vor allem, waschen. Bisschen Geld verdienen und Weizen. Später werden wir noch Dings verkaufen. Raps und bevor die Ernte beginnt. Und ab nächstes Jahr mal genau schauen, wann genau wir verkaufen. Wahrscheinlich muss ich auch noch ein bisschen einpegeln die Preise hier, weil sie genau gleich sofort klappt. Da kalt noch. Aber mal Maschinen in Schuss bringen und dann wieder schon. Später können wir noch Holz erkaufen und Holz machen. Also ein bisschen Geld können wir noch verdienen. So, lieber Fall, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und den Gewinke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.